weiß gar nicht mehr, wo wir sind bei Resi. Ist zwar nicht so lange her. Alles, weil du nicht bei mir nicht da warst. Ich hoffe, sie kann das hier nicht alles lesen. Ich sehe alles, Wusa. Ich sehe sogar das, was du nicht siehst. Oh, tschüss, Kim. So gemein. Das schicke ich ihm alle rüber. Das ist blöd. Der Chat hat aber unglaubliche Verzögerung. Ich glaube, ihr habt jetzt. Es steht wieder Stream offline. Hört die mich überhaupt? Ich glaube, ihr hört mich gar nicht. Ich rede die ganze Zeit und keiner hört mich. Ich warte jetzt, bis ich irgendeine Rückmeldung kriege. Hallo Sandra. Hallo Wusa. So. Das heißt, der Wusa sieht mich. Schön, dass du. Ihr hört mich nicht. Der Zombie stiftet Verwirrung. Oder er hört mich wirklich nicht. Huhu, hallo, willkommen. Hi, schön. Lange nicht gesehen und so. Aber das sieht jetzt. Aha, ich könnte natürlich auch einfach meinen eigenen Stream vielleicht mal schnell anschauen. Dann würde ich das ja auch sehen. Oh, aber da steht jetzt das falsche Spiel. Das ist ja blöd. Das ist ja sehr blöd. Aber ich sehe jetzt, es wird übertragen. Alles gut. Alles gut. Du dachtest, wenn ich auf die Frage antworte, wäre klar, dass ich. Ja, weißt du, das müsste man auch mal noch. So weit müsste man denken. So dunkel ist es ja nun auch wieder nicht. Oder hast du deine Scheinwerfer ausgerichtet? Ja, in der Küche ist jetzt eben das Licht an. Weil sonst ist es ja schon ein bisschen doof oder unnütz oder. Warum jetzt Resi? Das andere war doof. Der Rummelpark war doof. Und außerdem müssen wir das Resi ja schon irgendwann mal noch fertig schaffen. So, wir waren bei. Ah, auf dem Schiffswrack. Mia läuft durch die trümmerübersäte Landschaft und findet Ethan, der bewusstlos auf dem Boden liegt. Doch plötzlich wird Ethan von dem schwarzen Etwas weggezerrt. Mia betritt daraufhin das Schiffswrack. Stimmt, wir haben da am Schluss, war der Ethan da am Boden. Stimmt. Resi 7 ist besser, definitiv. Denke ich auch. Dauert ja nicht mehr lange. Vielleicht schaffen wir es heute fertig. Und die pinken Kopfhörer. Was hast denn du für welche, Victor? Haben die auch eine spezielle Farbe? Eine bespezielle. Dann kommt der Speedrun. Ich habe, als ich krank war, habe ich für Unravel mal für den Speedrun geübt. Da ist der Weltrekord auch bei irgendwie 1:30, keine Ahnung, 1,5 Stunden irgendwie oder 1:12 oder ist egal. Auf jeden Fall, ich habe, glaube ich, 5 Stunden geübt, aber das, da den Weltrekord zu knacken, das würde ich nicht hinbekommen. Wird Zeit, dass ich es fertig spiele. Ja, ich glaube, ich bin eine der Letzten. Ich habe es ja schon gespielt vor dem offiziellen Release. Also ich war eine der Ersten und ich bin eine der Letzten. Gerade die Meldung bekommen, dein Freund Princess Cutie hat mit dem Zuschauen und Zusehen, Zusehen begonnen. Ich gucke mir selber zu. Das macht Spaß. Was mit Walking Dead Michonne? Das habe ich immer noch offen. Also das liegt da so rum und wartet drauf, gespielt zu werden. Aber Outlast müssen wir ja auch noch spielen, damit wir, wenn es 2 rauskommt, auf dem aktuellen Stand sind. Der hat sicherlich auch Pinke, meinst du? Ich könnte dem meine vermachen. Das wäre doch ganz nett.
Ja, Wayne juckt's. Guten Abend. Mir geht's wunderprächtig. Danke. Und dir? Pink mit Pegasus drauf. Klingt toll. Klingt sehr toll. Du schaust gerade der Princess zu. So, ich muss mich kurz orientieren. Ich muss nach Ethan suchen. Ja, geh jetzt mal rauf. Oder zumindest mal raus und auch rauf. Wie euch da schön. Ach ja, genau, da ging es ja nicht durch. Da bin ich ja nicht durchgekommen. Ich muss jetzt zuerst wieder ein bisschen rekapitulieren und so. Also, und dann bin ich ja da reingegangen. Und dann geht's dann hier irgendwo weiter. Da. Aha, und gespeichert habe ich bestimmt noch. Und dann da rein. Und jetzt. Aber der Ethan, der lag doch hier am Boden. Aha, und dann bin ich nicht weitergegangen. Irgendwas habe ich mir dabei schon gedacht, aber was denn? Nicht mal der Mottkönig schaut zu. Ja, mit dem Mottkönig muss ich mal ein ernstes Wörtchen reden. Was? Jemand hat die Inhalte mitgenommen. Das war ich doch bestimmt selber. Der war heute schon mal da, aber nicht bei ihr. Nee. Diese Ehre. Oh, da brauche ich wieder einen Dietrich, oder wie? Der kommt nicht mehr zu mir. Mein eigener Freund kann mir nicht mehr zuschauen. Er trägt es nicht mehr. Aber wir haben gestern zusammen Zelda gespielt, das Neue. Das ist ja ganz hübsch. Oh, Schubladen! Da hat sie Freude. Sie darf wieder Schubladen aufmachen. Und ich könnte auch schon wieder was herstellen, aber ich glaube, ich warte mal noch ein bisschen. Ob ich auch die DLCs spiele, ich weiß noch nicht. Ich schaue mir die dann mal kurz an. In einem Stream oder Video. Der ist wohl kaputt. Ja, dann kann man den nicht flicken. Nein, mache ich jetzt nicht. Keine Muni verschwenden. Keine Muni verschwenden. Aber wenn es gut aussieht, oder wenn ich dann vielleicht zu. Was will ich sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen will. Oh. Wie ging das nochmal? Was muss da rein? Habe ich das noch dabei? War das das hier? Das. Gewebeprobe? Nee, mit der Gewebeprobe geht die Tür wohl nicht auf. Aber die Sandra soll immer bei ihm im Stream sein und als Mod dienen. Ach, Moment, da war ja was. Ja, der ist sehr abwesend, der Herr. Wie? Vielleicht muss ich noch irgendwo was. Irgendwo, fehlt mir was. Ich komme nicht weiter. Oder hat's wieder eine Tür, die ich nicht sehe wie letztes Mal? Season Pass ist bei mir, ist dir mit 30 Euro zu teuer. 30 Euro? Ah, da werden dann mehrere DLCs released, oder wie? Ich muss wahrscheinlich. Ich müsste das hier aufmachen können. Kann ich da. Was könnte ich denn da benutzen? Ja, man kann es ja mal versuchen. Und sonst? Nee, da geht nix. Die DLCs sind lustig. Ja, immer mal drauf schießen, es könnte ja irgendwie funktionieren. Aber was? Ich brauche doch irgend so eine Flasche, um da aufzu. Ah, kann ich wieder runter? Oder aufmachen? Und da ist was drin. Und dann kann ich die Tür aufmachen. Der große Aha-Moment. Immer schön raufschauen, nicht, dass da schon einer wartet. So, und jetzt hier? Liegt da noch was? Nö. Drillen?
Kann ich dröhnen? Nein, ich kann nicht dröhnen. Oh. Ich glaube, da wartet schon wieder jemand auf mich. Überwachungskamera, das ist gut. Kamera wechseln. Ah. Okay, der Lift. Das sagt mir gerade nichts. Hoffentlich schaffe ich es noch. Kamera 5. Unterstes Deck. Unterstes Deck. Kann ich noch weiter durch? Nein. Es ist jetzt dunkler geworden. Oh. Autsch. Ich weiß nicht, ob das eine Halo ist, wenn ich nachher einen Abdruck auf dem Arm habe. Also, und das ist das Deck. Aber jetzt muss ich hier doch noch schnell schauen. Nicht, dass wieder irgendwo noch was Wichtiges ist. So viele Schubladen und ich kann keine aufmachen. Da könnte ich ja auch noch durch. Wo geht's denn dahin? Da ist eine Tür. Ah! Zu viel Auswahl. Aber nix. Aber nix, aber nix. Nix für ungut. Also die Aussicht im Park war schöner. Das muss ich jetzt schon sagen. Noch eine Schublade. Noch eine, die ich nicht aufmachen kann. Ah, da zwei. Gleich zwei. Das ist ja wie Weihnachten. Skywalker Sun, hallo. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Resi 7. Es geht dem Ende zu. So, da auch noch. Auch noch ein Durchgang. Oder geht's da einmal rundrum dann wahrscheinlich? Ja, das sieht ganz so aus. Da geht's aber auch noch durch. Oje, oje. Aber da komme ich wieder ins Treppenhaus, richtig? Dann kann ich jetzt da hinten doch noch schauen. Da was aufmachen? Nein. Da ist das eine Tür. Ah, das ist wieder der Lift. Okay. 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 Kapitänskabine. Da gibt's sicher was zu holen. Nein. Ach so. Doch. Schon wieder ein Dietrich nötig. Wo habe ich denn alle meine Dietriche gelassen? Im Speedrun wären es jetzt noch 15 Minuten. Okay, wir multiplizieren das mit. Wie viel? Mit 8. 2 Stunden. Ja, ich glaube, dass. Klingt ganz realistisch. Kreuzschlüssel. Karte. Oh! Karte des Schiffs. Karte des Schiffs. Das ist super. Captain, wir haben die Brücke. Schade ist der Hoffi nicht da. Der würde sich jetzt freuen, dass ich das gesagt habe. Ich will einen Dietrich. Habe ich das alles in der Kiste gelassen? Komm ich wieder zu der Kiste zurück? Ich, warte, das war. Ich glaube, das war doch jetzt hier. Ach so, da komme ich jetzt nicht durch. Kann ich die jetzt nicht wegschieben? Das ist ja auch unrealistisch. Bin ich so schwach, dass ich das nicht ein bisschen zur Seite schieben kann? Wenn Fall jetzt noch kommt, würde das nicht klappen heute. Ja, schauen wir mal, ob er auftaucht. Deine Toffifee sind alle. Oh nein, ich habe welche da. Ich habe wirklich welche da. Ich kann dir gerne welche von meinen abgeben. Jetzt habe ich auch Lust auf Toffifee. Ich glaube, ich brauche jetzt dann gleich noch was Süßes. Ich habe ja so gesund zu Abend gegessen. Da darf ich dir ruhig noch einen kleinen Dessert. Nachtisch. Ihr sagt nicht Dessert, oder? Ihr sagt, also wir sagen ja Dessert.
Diese, ah, nein, falsch. Wo ist denn jetzt der Lifteingang? Die Treppe vom Lift, meine ich. Ich wollte da wieder hoch. Hier, glaube ich. So? Und nein. Habe ich da alles angeschaut? Das ist ja wie ein Tag krank in der Schule. Alles Coole verpasst. Alles Coole in der Schule? Echt? Siehst du das? So finde ich aber schön. Du isst Campino. Campino, sind das diese rot-weißen mit Erdbeer- und Sahne-Geschmack? Oh, die gibt's bei uns nicht. Die sind lecker. Da gibt's ja zwei Dinge. Da ist ein Text, den ich nicht lesen kann. Super. So, wo wollte ich hin? Ah, ich wollte in den Raum. Jetzt habe ich plötzlich eine Taschenlampe. Wieso denn das? Ich wollte in den Raum mit der Kiste, wo ich vorher aufgewacht. Also, wieso? Aha, sobald es dunkel ist, mache ich die an. Da, hier, oder? Da ist doch eine Kiste. Oder im nächsten Raum. Irgendwo war doch die Kiste. Mensch. Oder habe ich mich jetzt da total vertan? Fatal vertan. Würde das. Aha. Aber irgendwo. Nein! Ich muss jetzt wieder rauf. Ich weiß, dass da eine Kiste war. Dort, wo ich auch speichern kann. Die Frage ist jetzt nur. Mein Gott. Habe ich sie nur nicht gesehen? Aha, warte, da ist das Speichergerät. Nee, dann müsste die Kiste ja, wenn sie existieren würde, habe ich mir die eingebildet. Ich habe doch eine gesehen. Ethan hat die Dietriche. Nicht der Charakter, den ich spiele. Oh, ja, da kann ich noch lange nach der Kiste suchen. Also, was soll ich tun? Ich soll zur untersten Ebene gehen und Ethan retten, die Tür mit Aidsmittel öffnen, aber Aidsmittel habe ich nicht. Das Maschinengewehr bekommen, den Schlüssel für den Waffenschrank finden. Okay, das sind ja ganz schön viele Sachen. Was soll ich denn zuerst? Ich hätte eigentlich schon ganz gerne ein Maschinengewehr. Wo finde ich das? Ist das irgendwie eingezeichnet? Nee. Habe ich mal einen Hinweis gekriegt, wie ich das bekomme? Den Schlüssel für den Waffenschrank. Aber wo ist der Waffenschrank? Wartungsraum, Waschraum, Freizeitraum, Gästezimmer. Ah, da bin ich noch gar nicht drin gewesen im 2F, weil ich da nicht reinkomme. Okay. Was ich zu Abend gegessen habe, Couscous-Salat mit ganz viel Gemüse und Salat drin. Und was hat's bei dir gegeben? Skywalker. Ja, genau, Kirsch, Erdbeer, Pfirsich. Ach so, da gibt's ganz verschiedene Geschmacksrichtungen. Warte, wo war jetzt der Abgang? Mach mal einen Abgang, Madame, wenn ich dann das Treppenhaus wiederfinde. Da war der Lift. Jetzt gehe ich wieder in die falsche Richtung. Oh je. Einmal rundrum und dann nach links und rechts und. So, jetzt geht's aber runter. Jetzt geht's ab nach unten. Du weißt, was ich als nächstes machen muss, aber du sagst nichts. Das gehört sich auch so. Jetzt sind wir im. Gleich sind wir im 1F. Da sollten wir jetzt den Ethan retten. Jetzt komme ich da bestimmt nicht raus. Ah doch. Okay. Oh, ich höre schon wieder Geräusche, die mir nicht gefallen, weil sie auf. Ah, da unten ging es noch nicht weiter, stimmt's? Ja, das habe ich ja kaputt gemacht. Da war ja so ein Rad, aber das habe ich gedreht, gedrüllt und kaputt gedrüllt. Und da komme ich nicht rein. Okay.
Was wollte ich denn sagen? Ich wollte noch was sagen. Wir suchen Ethan. Ah, genau, und das Dingens, das ich da rausgenommen habe, das suche ich auch immer noch. Habe ich die schon aufgemacht? Ja. Ich glaube, hier habe ich sowieso echt schon alles angeschaut. Huch, ist da plötzlich eine Wand. Zombie, so viel anders sind die Enten aber nicht. Du hast Nudeln mit Sahnesoße und vegetarischen Hühnchenersatz gegessen. Ah, warst du das, mit dem wir uns letztes Mal über vegetarisches Essen und Burger... Du wolltest... Hast du einen Burger gekriegt bei meinem Spiel? Und hast gefragt, ob es den auch vegetarisch gibt. Warst du das? Jetzt habe ich mich schon wieder nicht konzentriert. Wo ist denn echt? Wo ist er echt? Wo ist er echt? Ethan! Ich rufe jetzt einfach nach ihm. Ethan! Bist du hier? Oh! Aber hier ist die Kiste, oder? Oder kriege ich die Kiste gar nicht? Soll ich mal speichern? Ich mache das mal lieber. Ich habe zwar noch nicht so viel jetzt hier irgendwie erreicht, aber ja, ja, das machen wir. Für Ethan macht es einen großen Unterschied. Ei, warst du? Nee, nix. Ich hab gedacht, da wäre ein X bei dem Typ gewesen. Keine Kiste für mich. Keine Kiste für mich. Das macht mich aber traurig. Mögt ihr französischen Akzent, wenn jemand so spricht? Da ist es! Da ist es! Ha! Dieses Scheißding habe ich so lange gesucht. Jetzt komme ich da aber nicht rein. Jetzt setze ich die ein und vergesse das bestimmt dann wieder mitzunehmen. Ich will nur noch mal schnell reinschauen. Nicht, dass der Ethan jetzt vielleicht... Ach so. Nein, 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 nein. Nee, das ist schon richtig, dass ich hier bin. Aber wo ist der Ethan? Es hat doch geheißen, der sei hier auf der untersten Ebene. Oder bin ich etwa noch nicht ganz unten? Geht's noch weiter runter? Ich komme ja gar nicht hier rein. Nee, das ist schon. Weiter runter geht's nicht. Zur untersten Ebene gehen und Ethan retten. Ach so. Nee, da geht's ja noch weiter runter. Ist das die unterste Ebene? Muss ich ins 1 oder ins S3? Red ruhig weiter so. Ich mag das eben total. Der Jubik findet das immer so doof. Ob im Salat Pilze waren? Ja, dreimal darfst du raten. Erstes Ege ist die nicht, ist die nicht. Es ist die nicht die unterste Ebene. Wir gehen jetzt und suchen uns die... Ah, jetzt verstehe ich. Ich komme da nicht nach unten. Wenn ich da gehen würde, käme ich in S1, S2, S3. Aber ich komme nicht da durch. Moment. Warum ist da... War ich denn da schon mal? Moment. Was soll ich denn jetzt machen? Schießen! Was steht denn da noch? Maschinengewehr bekommen. Oder ist der Lift auch hier auf dem Stock? Der Etage auf dem Stock. Wie sagt ihr? Ich bin verloren. Wie komme ich da durch? Aha, okay, okay. Und wenn ich da reinkomme, dann komme ich in den Freizeitraum. Den Freizeitraum habe ich noch nicht angeschaut. Wenn ich das jetzt rausnehme und da drüben reintue. Okay. Dann komme ich in Freizeitraum und da ist vielleicht irgendwie, hoffentlich, was drin. Das kann hier nicht... Ach so, da brauche ich wieder so ein Ads-Teil. Der Kandidat hat 100 Punkte, Victor.
Sie hat nur 3 Patronen und verbraucht 2 für nix. Ja, so ist sie. Oh, aber was mache ich denn jetzt? Jetzt frage ich euch dann gleich um Hilfe. Ist denn der Lift nicht hier auf diesem Stockwerk? Nirgendwo? Jetzt bin ich schon wieder da reingegangen. Ich laufe bestimmt die ganze Zeit im Kreis. TTS, genau, TTS war's. Ja. Also, wer will und kann, darf mir gerne einen Tipp geben. Weil ich glaube, ich raff das jetzt nicht, was ich machen soll. Ist das der Lift? Kann ich das wegschieben? Wie soll ich denn nach unten kommen? Weil selbst wenn ich jetzt das Maschinengewehr finden würde, würde mir das ja nichts helfen mit der Tür, oder? Dein nächstes Ziel ist der Aufzug. Aha. Dann vielleicht einfach nicht auf diesem Stockwerk, sondern wieder rauf. Wenn ich denn hier überhaupt mal wieder rausfinde. Ah, nee, aber ich glaube, ich weiß schon jetzt da nach hinten und dann das einsetzen. Dann bin ich wieder im Treppenhaus. Und dann gehe ich einfach eins rauf. Oder dahin, wo ich den Lift wieder finde. Du weißt selber nicht, wie es weitergeht. Wie weit bist denn du, Fabi? Hast du es in dem Fall auch nicht durchgespielt bis jetzt? Also wäre jetzt eine logische Schlussfolgerung daraus, ne? Ach nee, jetzt gehe ich wieder da. Oh. Schnell, 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 schnell da rein. So. Aufzug. Aufzug. Aufzug, 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 rumdrehen. Wir tanzen einen Tanz, den Tanz, den Tanz. So. Und kann ich denn, aber ich kann den nicht mehr benutzen. Ah, da liegt was. Ah, ich muss das aufmachen. Simsalabim, Sesam, öffne dich. Das ist ja toll. Und jetzt muss ich da was einsetzen. Jetzt hätte ich das Ding doch mitnehmen sollen. Ah! Aha. Kann ich den da herabsteigen? Will ich das? Jetzt bin ich im 2F. Du hast es bis jetzt noch nicht durchgespielt, beziehungsweise hast's schon lange nicht mehr gespielt. Also ich glaube, ich muss nach unten. Ich habe nur einen Schuss und ich habe nicht mal ein Messer. Aha, ich hätte eine Bombe. Aber ich könnte Muni machen. Blöd. Wieso mache ich denn keine Muni? So, wie viel 10? Ich hätte schon gern ein bisschen mehr. Nein, nicht hoch. Runter. Oh, was ist? Ein Messer! Danke! Man muss nur was. Oh, das ist aber ein großes Messer. Oder sieht es nur groß aus? Das sieht schon eher aus wie ein Dolch. Oder schon fast wie eine Machete. Auf jeden Fall bin ich jetzt glücklich. Herabsteigen. Soll ich noch mal warten, oder? Ich gehe jetzt. Ich wage es. Ich wage es. Ich habe ein Messer. Kommt mir nicht zu nah. Ich habe ein Messer. Okay, wenn du mich nicht gesehen hast, dann habe ich dich auch nicht gesehen, okay? Deal? Hä? Aber jetzt bin ich ja wieder auf der gleichen Ebene. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Jetzt habe ich einfach ein Messer. Aber weiter bin ich auch noch nicht. Man muss dir also nur ein Messer schenken, um dich glücklich zu machen. Das ist ja einfach.
Naja, also in so einer Situation. Kann ich den mit dem Messer? Komplett von hinten? Nein! Ah! Uff. Wo bist du? Da. Hab ich dich? Hat das gereicht? Ich glaube schon. Huff. Ja, aber so ein schönes Messer ist schon was Schönes. Jetzt muss ich mir aber überlegen. Also, wenn ich... hinaufklettern. Ah, da komme ich da wieder rein. Aber... das hat mir ja jetzt rein gar nichts gebracht. Weil ich will ja weiter runter. Und im 1F war ich ja schon. Ich müsste wahrscheinlich da was einsetzen, oder? Das Dingens, das an der Tür ist. Aha, aber kann ich jetzt, weil ich hier durch kann, das Ding an der Tür rausnehmen? Und hier einsetzen. Mach mir doch nicht so eine Angst. Jetzt muss ich nur schnell... wo war jetzt das eingesetzt? Oh, da ist auch noch was. Luis, das Kabel ist komplett durchgespurt. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation reparieren. 3F. Du musst Dr. Wendell danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum 2, aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil... nicht wieder im Gang bekommen. Das Ersatzkabel, aber das ist in der 3F und dann brauche ich dann noch dieses Dingens. 3F. Das heißt, ich muss jetzt darauf und das Kabel suchen auf der Krankenstation. Und die Krankenstation? Ich bin noch nicht oben. Okay. Ja, kann ich? Was habe ich denn gefragt? Moment, ich will auf die Krankenstation, aber da brauche ich schon wieder so einen blöden Aids-Dings. Die Tür mit dem Aids-Mittel öffnen, den Fahrstuhl reparieren, das Kabel auf der... Ich brauche zuerst Aids-Mittel. Aber wo finde ich das? Ah, ich nehme doch mal wieder... falscher Knopf. Ein Psychotonikum. Ah, wegen der Sicherung, meinst du? Danke, Zombie. Also, ich habe nur eins. Ist das jetzt blöd? Ist egal, ich nehme es jetzt. Schnell, geh überall rein. Oh, da hat es ganz viele Sachen. Oh, jetzt komme ich da nicht rein. Oh, nein. Da hat's was. Oh, da hat's auch irgendwie was, was ich nicht will. So, jetzt schnell, 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 schnell. Nicht zu viel Zeit vergeuden. Flüssige Chemikalie. Da ist noch was drin. Warum bin ich denn hier vorher noch nicht gewesen? Das hätte ich ja alles selber auch gefunden. Oh, was mache ich denn für Drehungen? Da hinten ist ganz viel. Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist irgendwie Neuland. Aha, nee. Da komme ich eben nicht rein. Das verstehe ich nicht. Hat's da... da hat so viele Sachen. Ich kann die alle nicht holen. Telefon. Nein, nix Telefon. Oh, und hier hinten ist nix. Doch, da. Da drin. Ist das auch neu? Ein Safe Room. Ich glaube, es war ein ziemlich blöder Zeitpunkt. Das Aids-Mittel. Ich hätte das Psychotonikum echt nicht nehmen sollen. Was soll ich zuerst lesen? Du konntest erst durch das Öffnen der Aufzugluke dorthin. Ach so. Naja. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Ellen. Deine? Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf Weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren.
Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich... Ach so, das habe ich ja schon gelesen. Jetzt fällt mir das wieder ein. Ich habe eine Kiste, eine leere Kiste. Das finde ich gar nicht so lustig. Aber speichern auf jeden Fall. Ja. So. Jetzt habe ich Ads-Mittel. Das heißt, ich kann jetzt... Nee, ganz sicher nicht dadurch. Sondern das da oben dann verwenden. Ich darf das jetzt ja nicht hier benutzen. Ja nicht. Gut. Oh, eine Kiste. Und noch eine Bombe. Die Bomben habe ich doch letztes Mal alle vergeudet. Ah, ah. So geht das. Stimmt, Lukas. Der ist nicht mehr da, der Lichtschatten ist nicht mehr da. Und der Wusa ist auch einfach weg. Wo sind die hin? Ach so, du meinst nicht den Brot. Du meinst... Warte, gab es hier einen Lukas im Spiel? Brot zu dem Lukas. Das ist der einzige Lukas, den ich kenne. Ich guck nie auf die... Nein, was mache ich denn? Ich muss... So. Jetzt muss ich echt einfach mal mit der Karte gehen. Ach so, da hinten durch. Blöd, da ist die Tür. Oh je. Ich hätte da jetzt auch raufkrabbeln können. Oh, böse Musik. Momentchen mal. Der Zombie hat ihn gefressen. Ja, ein bisschen Brot wäre jetzt auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich hole mir nachher dann echt noch was Süßes. Ja! Tür auf, Tür. Immer müssen da noch irgendwelche Viecher kommen. Oh, ich hätte mich noch heilen sollen. So. Der Sohn von Daddy mit der verrückten Party. Ah, der heißt Lukas. Lukas. Echt? Habe ich schon wieder verdrängt. Du bist leider erstmal weg. Wünsche mir noch einen ganz schönen Abend. Alles klar. Danke, Rescue. Dir auch noch einen schönen Abend und danke fürs Reinschauen. So, da haben wir den Ätzer. Ätzbätzer. Endlich. Auf geht's. Auf ins Verderben. Wieso geht das nicht auf? Schon die erste Tür. Oh, das Messer ist echt übel. Riesiges Ding. Ah, wie geht's mir? Bin ich schon gelb? Wieso sehe ich das nicht? Ich sehe nur das Blut auf dem Bildschirm. Aber ich glaube, zur Sicherheit nehme ich das mal. Es sollte gruselig sein. Nein, nein, das ist es nicht. Ich grusele mich nicht. Da ist nichts drin. Ah, genau. Schnell überlegen. Wir sind jetzt im Duschraum. Jetzt kommen wir dann gleich auf die Krankenstation. Und da müssen wir dann ein Kabel suchen. Nie die Mission aus den Augen verlieren, Sandra. Nie. Oh Gott, okay. Von wegen, ich grusel mich nicht. Das klang jetzt ganz schön übel. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Der kotzt im Strahl. Ich krieg dich, ich krieg dich. Ich komm jetzt einfach und schneid in deinen Bauch rein. Oh Gott. Ich glaube, das, was der da rauslässt, ist ziemlich unangenehm für mich.
Komm schon! Komm schon! Der ist aber hartnäckig. So viele Schichten, durch die man dazu erstmal durchstechen muss. Aber jetzt habe ich ihn. Ja. Oh! Ah, ich hätte ja auch eine Bombe hinlegen können. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee gewesen. Aber da kommt noch was. Nicht? Ah, jetzt geht's mir auch nicht gut. Aber ich glaube, ich habe noch... Ja, ich mache mir mal ein Kraut. Also ich meine, einen Trank. Der Reim war gruselig. Ist nur Magensäure. Das, ich weiß nicht, ob mir das lieber ist. Magensäure ist ziemlich ätzend. Aber das könnte ich dann gleich zum Türen aufmachen benutzen. Soll vorkommen, wenn man zu viel Gemüse isst. Ja, dass ich nicht so wahnsinnig gut im Reimen bin, wisst ihr ja. Oh nein, jetzt habe ich euch den gar nicht mehr gezeigt. Ich habe ja gesagt, ich zeige euch vielleicht meinen ultimativ krassen Rap nochmal. Das YouTube-Video, dass ich das im Stream einmal abspiele. Ja, und die andere Seite auch? Alles muss man dir zweimal sagen. Der braucht ein Aktimel. Aktimel aktiviert Abwehrkräfte. Und dient zur Abwehr magensäurespeiender Schwabbelmonster. Das wäre doch mal ein Slogan. Ich glaube, wir sollten das bei Aktimel mal vorschlagen. Aktimel. Aktiviert Abwehrkräfte und deaktiviert Schwabbelmonster. Magensäurespeiende Schwabbelmonster. Wieso gehst du nicht auf? Wieso gehen die Türen nicht auf? Da steht ja nicht mal was. Aber jetzt habe ich das Kabel. Jetzt soll ich... Ah, die ist grau. Gut, dann gehe ich halt zurück zum Fahrstuhl. Wenn ihr mir keine andere Wahl lasst. Die Schubladen irritieren mich. Die sollten die Schubladen, wenn man sie durchsucht hat, deaktivieren. Aktimel deaktiviert Schubladen. Der war auch nicht gut, ich weiß. Deaktiviert durchsuchte Schubladen. Ja, genau, die Roast Yourself Challenge wollte ich eigentlich, weil die immer wieder erwähnt wird und ihr die eigentlich gerne nochmal schauen würdet, euch trotz peinlichen Gefühlen nochmal zeigen. Habe ich einen Dietrich gekriegt? Was? Nee, das ist das Kabel. Aktimel aktimalisiert und nebenbei hilft es Omas auf die andere Straßenseite. Klingt gut. Du könntest die Schubladen auch einfach offen lassen. Nein, das kann ich nicht, Zombie. Du solltest mich gut genug kennen, um zu wissen, dass ich nicht fake zu bin. Schubladen oder auch Schranktüren oder sowas offen zu lassen. Das ist bei mir genetisch so programmiert, dass das nicht geht. So, wir schleichen uns hier an den Aufzugsreparaturkasten an und setzen ganz unauffällig das Netzwerkkabel ein. Und jetzt brauche ich den anderen, also da, das Dingens, die, wie auch immer das heißt, ich kenne mich nicht so aus mit Technik, wo war die Tür? War die überhaupt auf dem Stock? Werk? Stock? Stockwerk? Sehe ich das, wo ich das angebracht habe? Ich glaube schon, dass das hier gewahr sein tut. Das klingt schön. Ist euch auch schon mal etwas gewahr sein gewesen? Du hast in 2F noch nicht alles durchsucht. Oh, echt? Muss ich da nochmal hoch? Wenn man Katzen hat, verstärkt sich der Drang, Türen und Schränke geschlossen zu halten. Ja, ich finde es auch immer wahnsinnig, wenn ich bei Leuten bin. Geht einfach nicht anders. Und die lassen irgendwie Esswaren rumliegen. Ich habe auch da immer den Drang. Ah, da hinten ist es. Ich nehme das jetzt gleich mit, weil das...
da muss ich ja jetzt nicht unbedingt durch. Aber ich gehe noch mal ins 2F, wenn Zombie sagt, ich hätte da noch nicht alles durchsucht. Da kann ich nicht durch. Wo war jetzt der Aufgang? Wo waren wir? Bei Katzen, oder? Da steht aber noch mehr. Du findest es gruselig, wenn Schränke offen sind oder wenn die Tür ein Spalt offen ist. Oh ja, vor allem in der Nacht. Im Schlafzimmer. Ich habe lieber die Tür entweder ganz auf oder ganz zu, aber so ein Spalt breit offen. Aber wir müssen das eben wegen den Katzen. Und in F1F ist... Ah, da. Was? Ja, einmal die Butter draußen stehen lassen, schon leckt die Katze dran rum. Es kommt eigentlich gar nicht so drauf an, was es ist. Ich habe kürzlich Sugus. Kennt ihr das? Das sind so Kaubonbons, so wie Mauern. In der Verpackung habe ich die stehen lassen. Der ist doch dran gegangen. Der ist echt dran gegangen. Hey, warte mal. Komme ich hier so überhaupt zum Lift? Und im 1F gab es, glaube ich, noch eine Tür für das Aidsmittel. Ja, aber das Aidsmittel... Ach so. Ich habe noch eins gekriegt. Ich habe gemeint, ich hätte nur eins gekriegt. Das ist ja gut. So, aufmachen. Du schläfst immer mit offener Tür. Ich hab die früher immer... Oh, ich hab mehr Platz, mehr Platz. Noch ein Aidsmittel. Zum Glück, Zombie, hast du mir da einen dezenten Hinweis gegeben. Wenn ich das alles nicht... Oh, so viele Bomben. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, wenn ich die alle benutzen muss. Dann steht mir da ein ziemlicher Kampf bevor. Das Maschinengewehr habe ich auch immer noch nicht. Ich glaube, hier habe ich alles gesammelt. So. Wo war der Aufzug? Da! Da ist er, oder? Ach so, ja. Ich bin wahrscheinlich dran vorbeigelaufen, weil der nicht so offensichtlich gut zu erkennen ist. So. Also bei deinem Hund damals konntest du das Essen auch auf dem Tisch stehen lassen. Nur kein Essen in der Küche auf der Arbeitsplatte. Also auf dem Tisch hat es ihn nicht interessiert, aber auf der Arbeitsplatte. Der hat wahrscheinlich... den Link gemacht, dass du, wenn du ihm sein Essen zubereitet hast, das auf der Arbeitsplatte zubereitet hast. So, jetzt. Jetzt ist alles wieder gut. Und in 2F habe ich noch nicht alles durchsucht, sagt der Zombie. Ah, weil es da auch noch... Habe ich noch ein Aidsmittel? Ja. Da komme ich jetzt diesmal rein. Ist das hier ein Dietrich? Es sieht aus wie ein... Nee, ist keiner. Und hier ist jetzt frei. Da war doch sonst immer Zeug im Weg. Ah, das ist jetzt die andere Seite des Mondes. Oh Mann. Ah, Schrankschlüssel. So viele Bomben. Wie viele habe ich schon? 6 Bomben. Das wird mir ja lustig. Was wollte ich? Ich wollte irgendwas. Ah, schauen, wo ich den Schlüssel einsetzen kann, muss. Was auch immer. Captains Kabine, da muss ich wieder ganz rauf. Aber jetzt ist ja der Lift repariert. Jetzt kann ich ja mit dem Lift fahren. So, ah, und dann kann ich nachher nämlich auch ins
Was? Nein, nein, keine Bombe, keine Bombe. Du sollst darauf. Habe ich die jetzt abgelegt, die Bombe? Nicht, dass der Lift dann explodiert und ich alles umsonst repariert habe. Die zwei grauen Türen auf F2 kommst du nicht rein. Zwei graue Türen. Nee, wenn sie grau sind. Also ich probiere das nachher gerne mal noch, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sonst wären die ja auch nicht grau, oder? Nee, deswegen nicht. Der wusste, wenn er an Tisch geht, gibt's Ärger, nur bei der Küche nicht, weil man ja denkt, der Hund geht nicht an Tisch, also auch nicht in die Küche. Hast du falsch gedacht? Ja, bei Haustieren falsch denken kann übel ausgehen. Der James hat mir auch schon ganze Cornflakes-Packungen fast leer gegessen. So, Captains Kabine. Da bin ich jetzt falsch. Muss ich wieder zurück. Und dann so, oder? Hier. Da rein. Ja, das ist die Captains Kabine. Jetzt, ja, habe ich geschnallt. Ich habe ein Maschinengewehr, Schiengewehr, Schiengewehr. Und da kommt auch schon gleich der Erste, der mir hier das, der mich das austesten lassen möchte. Sehr schön, sehr schön. Grau kann auch heißen, dass du es noch nicht probiert hast. Ja, gut, möglich ist das schon. Ich werde dann wohl nachher noch mal nach unten gehen, weil hier oben gibt's ja nichts zu tun, ne? Soll ich jetzt mit dem Lift oder durchs Treppenhaus? Ich nehme den Lift. Lalalalalala. Und dann gehen wir ins S2. Düda, düda. Das heißt umdrehen, aber ich glaube, ich bleibe momentan beim Messer. Ich glaube, nee, da hinten war ich noch nicht, weil da bin, oder doch? Da bin ich nicht durchgekommen. Oder doch? Oder nein? Oder doch? Oder nein? Oder doch? Oder nein? Warte, hade, du da. Kairos! Hallo, hello, 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 hello. Hello again. Oh mein Gott, so viele Bomben, so viele Bomben. Na, hat die Silvia gut gekocht? Was hat's Gutes gegeben? Zum Abendessen? Ja. Dietrich! Das heißt, ich kann die Box, die. Oh, da kann ich noch was. Abschießen. Die Box, die Box, die Box kann ich jetzt aufmachen. Und die war auf. War die hier auf dem Stock oder eins höher? Oh, habt ihr es schon gesehen? Er wartet da hinten auf mich. Und die andere Tür sollte eigentlich genau hier sein. Soll ich mich anschleichen? Geht das? Ah nee, das ist falsch. Die andere Tür müsste hier sein. Ah da! War ich hier noch nicht drin? Komisch. Hier war ich doch schon. Okay. Okay. Doch, doch. Das ist nicht neu hier. Da war ich schon drin. Schießpulver. Ich glaube. Oh, da ist noch was? Nein, ich kann nur wieder zumachen. Was ich natürlich mache.
Aber hier war ich noch nicht drin. Das ist neu, glaube ich. Im Video war ich da schon. Ach so, aber noch nicht in echt. So. Lässt sich nicht öffnen? Ich öffne dich schon. Schubladen, die ich nicht aufmachen kann. Duda, duda. Aber schöne Bilder, vor allem das hier gefällt mir. Schöne Farben. Okay, also... Ich glaube, ich sollte da noch durch, wo das Graue ist. Hier rein. Zuerst schauen, ob hier jemand wartet. Nein. Noch mehr Maschinengewehr, Muni. Nix drin. Ich glaube, ich sollte jetzt dann auch mal unbedingt wieder speichern. Aber ich weiß nicht mehr, wo der Speicher... Sicherheit. Ist das da? Bedeutet das S, dass ich da speichern kann? Das wäre im 3F. Öffnen kannst du es schon. Öffnen kann ich es schon, aber ich möchte es nicht öffnen. Ich soll es nicht öffnen. Aber wenn ich was auswählen könnte, mit einer Bombe, soll ich da eine Bombe hintun? Mach die dahin. Mal schauen, was passiert. Zünden. Nee, schade. Hat traumhaft gekocht, wie immer. Saft, Fleisch mit Kartoffelknödel. Ja, das klingt gut. Schau mal links auf die Bilder. Ich muss schnell wieder das Messer nehmen, sonst... Aha, warte mal. Ach so, da führt ein Kabel von hier. Das hat mich vorher eben schon ein bisschen verwirrt. Zu den Bildern. Ich habe die Bilder noch angeschaut, aber... So, okay. Ich habe mir die Bilder angeschaut. Und das Schönste ist das in der Mitte. 20 Zuschauer. 10 über deiner Schmerzgrenze. Was? 20? Es waren doch vorher gerade noch 10. Hat jemand gehostet? Das ist rechts. Ja, das ist bei den Fahrstunden immer so gut. Biegen Sie bitte rechts ab. Ja, okay, gut. Nein, das andere rechts. Ah, so, okay, alles klar. Das ist relativ einfach. Also, ich denke jetzt mal, dass es einfach ist. Grün nach oben. Und da der Klecks nach links, ne? Das ist wieder gut. Schau mal die Bilder rechts. Links. Rechts. Links, rechts, links, rechts. Ich kann nicht mehr sprechen. Oh, kann ich das nicht mehr zumachen? Das mag ich jetzt aber gar nicht. Ja, ja, ja. Das ist aber so eine Störung. Die haben noch viele Frauen, dass sie links und rechts verwechseln. Jetzt habe ich ganz viele Aids-Mittel. Jetzt kann ich ganz viele Türen aufmachen. Und jetzt habe ich aber schon alle geöffnet. Vielleicht hat es dann da unten noch welche, die... Da vielleicht. Wenn man mal was braucht, dann kriegt man es und ist nicht zufrieden. Okay, was wollte ich? Ich habe schon wieder den Faden verloren. Also die Aufgabe ist jetzt schon zur untersten Ebene gehen. Aber ich wollte noch ganz rauf. Oder zumindest ins 3. Einfach irgendwo hin. Wo diese blöde Kiste ist, die ich jetzt aufmachen kann mit dem Dietrich.
Wo ist der Fahrstuhl? Zum Himmel, zum Himmel. Das stinkt ja zum Himmel. Ich glaub, das war in 3. Bin ich jetzt in 2, oder? Balupalala. Hier, da ist sie, die Kiste. Simsalabim, Sesam, öffne dich. Antike Münze habe ich schon lange nicht mehr gekriegt. Deswegen habe ich links einen Ring und rechts ein Armband. Du verwechselst das auch. Seht ihr? Da haben wir den Beweis. Vanessa, eine Frau, Vanessa verwechselt's auch. Ich habe ja das immer versucht, so zu merken, links ist das Herz, aber ich muss dann ja zuerst immer realisieren, wo das Herz ist. Und bis ich so weit überlegt habe, ist es schon zu spät. Erwartet. Oh, erwartet. Daddy? Ist es der Daddy, der wartet? Nee, der Ethan. Der Ethan wartet. Ich glaube, ich habe irgendwie so das Gefühl, es gibt jetzt dann gleich einen Kampf und ich muss noch aufs Klo und noch was Süßes holen. Wir machen ganz kurz hier. Nee. Oh, ich habe nicht gespeichert. Ich gehe dann nachher noch speichern. Aber jetzt machen wir schnell eine Pinkelpause und dann und eine Nachtischpause und eine Getränkeauffüllpause. Ich komme in 3-4 Minuten wieder und dann gehe ich speichern und dann habe ich das Gefühl, haben wir ziemlich bald noch einen Kampf vor uns. Frauen haben auch ein anderes räumliches Vorstellungsvermögen, wie sich hier immer wieder sehr schön darstellt. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Genau, das ist auch so ein guter Tipp. Wieso darf man eigentlich keine Karaoke-Streams mehr machen? Wegen GEMA. Und GEMA bedeutet... Frauen haben eine... Nee, nennen wir es nicht Störung. Was heißt SSFG? SSFG. Sag schnell... Für Gairos. Also bis gleich. Thank you.
So, schon wieder da. Was es gibt, ich kann das jetzt nicht gut zeigen. Hier, Osterkuchen. Abgelaufener Osterkuchen. Über dem Verfallsdatum. Aber schmeckt wie frisch gebacken. Es gehört dich die Leute eh, du kannst genauso gut laut reden. Ja. SSFG, sehr, sehr freches Grinsen. Oh, da kommen Abkürzungen, die ich nicht kenne. Jetzt bin ich. Oh. Bei dir bin ich gerade weg und bei Silvia bin ich wieder da. Ja, manchmal muss man den Stream nochmal neu starten. Ich hatte das nämlich bei Victor vorher auch. Liebe Leute, die gerade da sind, ich mache mal ein bisschen Werbung. Der Zauberlehrling, der bei mir Mod ist, der tut jetzt auch streamen. Schaut doch da mal vorbei und lasst ein Follow da. Ja, der Jubik. Ich sag dem auch immer, er soll euch mal grüßen. Der ist jetzt wieder schüchtern. Der hat gerade eine schüchterne Phase. Hallo Silvia. Ich habe gehört, du hast ganz lecker gekocht heute. Knödel. Der Kairos hat schon deine Kochkünste gelobt. So, also, wir gehen noch schnell speichern. Was habe ich gesagt? Im 1F müsste das sein, wenn das stimmt, wenn meine Theorie stimmt. Der Zauberlehrling ist auch echt gut im Stream. Ja, lohnt sich da vorbeizuschauen. Also ins 1 gehen wir noch. Ja, du hast dich auf die Wette eingelassen. Wenn ich schon eine Wette abschließe, dann gebe ich Vollgas. So, da speichern. Dann stimmt das wirklich mit dem S, dass das fürs Speichern steht. Du wolltest eigentlich selbst nichts mehr essen heute, hat dann aber so lecker gerochen, konntest nicht widerstehen. Das kenne ich vom Backen. Ich backe auch oft für andere Leute und die essen dann kaum was davon, weil sie auf Diät sind oder weiß ich was. Und am Schluss bin ich die, die dann von meinem selbstgebackenen am meisten isst. So, gut. Wir haben Süßes, wir waren auf dem Klo, wir haben frische Getränke. Der Kampf kann losgehen. Jetzt kommt dann gar kein Kampf. Doch, ich spüre es. Da, ich sehe schon ins Schatten. Soll ich noch was basteln? Basteln noch Muni? Noch mehr? Habe ich noch mehr? Ja, ich habe noch mehr. Da mit dem. Und noch mehr. Oh, falsch. Egal. Dann machen wir noch ein Kraut. Also, ich meine, ein Heile-Dingens. Jetzt müssen wir noch aufräumen hier. Das muss darüber. Und das. Nee. So. Da und das da. Nein, da. So, jetzt ist wieder gut. Das kennst du auch. Du backst für Kairos, aber dann bist du immer schneller. Hast du ein tolles österreichisches Rezept,
dass ich nachbacken könnte. Oh, super. Kampf geht los und Controller ist leer. Jetzt muss ich den noch schnell anstecken. Du musst Adi beim nächsten Rundflug Flyer mitgeben. Ich dachte, du machst das mit der Rauchkanone. Ihm die Rauchkanone auf den... Wie sagt man dem? Die Vögel haben doch hinten so... Also die haben Seitenflügel und hinten so einen Flügel. Wie heißt das? Gibt's da einen Namen für? Da schraubst du ihm dann eine Rauchkanone rauf und dann schreibt er deinen Streamnamen in Himmel. Das nennt sich mal Werbung. Macadamia Nussschokokuchen. Mm. Das klingt toll. Das klingt sehr toll. Ist das typisch österreichisch? Macadamia Schoko. Das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, ist Kaiserschmarrn. Das ist doch typisch österreichisch. Österreichisch, ich kann das nicht gut aussprechen. Österreichisch. Das wäre jetzt Schweizerdeutsch gewesen. Noch nicht? Immer noch nicht. Doch, jetzt. Ob es österreichisch ist, weißt du nicht, ist ein abgewandeltes Rezept von Kairos Mutter. Das ist natürlich immer am tollsten, so Familienrezepte. Bei uns ist das die Donauwelle. Meine bayerische Großmutter, nicht die Bielefelder Großmutter. Mein Gott, wie viele Bomben kriege ich denn noch? Die macht ganz eine tolle Donauwelle, von der habe ich auch das Rezept. Wird nicht genehmigt vom Vogelamt. Alles klar, Fabi. Ganz lieben Dank fürs Reinschauen und nochmal ganz lieben Dank für deine Donation, die mir völlig untergegangen ist. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die 30 Euro. So wahnsinnig großzügig von dir. Und einen guten Wochenstart morgen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht und schlaf gut. Kaiserschmarrn ist typisch österreichisch. Ah ja, genau, die Sachertorte. Die Sachertorte, richtig. Oder Mozartkugeln. Das habe ich noch nie gehabt. Kaiserschmarrn und Sachertorte schon, aber Mozartkugeln? Kaiserschmarrn mit Vanillesoße. Mmh. Mmh, so viel Leckeres. Oh. Das wird so übel. Ich spüre das. Mit jeder Bombe, die ich finde, steigt mein Nervositätspegel. Hi, Garafdir. Guten Abend. Wunderschönen guten Sonntagabend. Wie geht's dir? So. Ich versuche jetzt echt, meine Muni zu schonen, obwohl ich relativ viel habe. Jetzt kommt wieder der Strahlekotzer. Ich glaube... Oder soll ich schießen? Nee. Ja, doch, ich glaube, bei dem wäre das schon besser. Einfach den Kopf... Nee, nicht nochmal. Oh. Der hat immer noch kein Actimel gehabt. So. Das ist jetzt gereicht. Noch nachladen. Au. Da muss man weggehen am Schluss. Hi, Psychotic Asylum-Patient. Ja, das ist Resi 7. Walde Park scheint nichts mehr zu sein. Guten Abend. Ja, ich habe vorher mal The Park gestreamt.
Aber dann ist das jetzt immer noch drin. Das ist blöd, ich muss das schnell wechseln. Kann ich das jetzt noch wechseln? Und dann aber auf Resi gewechselt und das vergessen oder ja, einfach nicht geändert. So, jetzt sollte alles wieder korrekt sein. Du hast seit 3 Tagen die Grippe. Oh nee, gute Besserung. Wenn du wieder zum schwalbigen Kotzmonster wirst, gönn dir eine aktive... Ah, schwabbelig, schwalbig. Wir hatten es gerade von Vögeln. Drum bin ich jetzt auf Schwalbe gekommen. Da kommt das ganze Schulkantinenessen her. Du bist ja gut. Aber zuzutrauen wär's denen ja noch, ne? Den Schulkantinen-Gangstern. Zerschnetzelte Resi-Monster eintüten und als Chicken Nuggets panieren. Wie ging das nochmal mit dem hier, ne? Noch eine Münze. Ist jetzt vielleicht... Nicht gerade das, was ich brauche, eine antike Münze hier unten, aber... Man soll sich ja nicht beklagen. In einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul oder so. Soll ich... Oh! Da steht eine! Ja, ich würde auch gerne wollen... ich will auch gerne, dass Leute was für mich machen. Ah, da, Lukas. Das Mädchen. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bach. Der Daddy kann ja ganz normal sein. Jetzt habe ich Katzenhaare im Mund. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Resident Evil 7, Brotmesser vs. Grünkohl vom letzten Jahr. Das wäre mal ein Stream-Titel. Bist du auch Streamer? Psychotic. Psychotic, nicht Psychotic. Psychotic, oder? Ich muss aufpassen, ich verpasse schon wieder die Story. Hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden. Okay, ich muss sie finden. Das Mädchen. Okay, weil du so nett gefragt hast, Daddy. Sandra war mit 17 Schulkantinengangster. Sie hat die Kantinenfrau immer der Kantinenfrau immer den Finger gezeigt, wenn es kein Gemüse gab. Oh. Ich mag aber deine Mami sein. Ich mag ein Kind haben. Aber nicht so eins wie dich. Ach so, jetzt bin ich wieder Ethan. Okay. Was machst du? Was
Was machst du da? Danke, dein Leben. Du musst gehen. Ich kann mich hier nicht mehr lange widersetzen. Oh, da ist sie schon. Nein. Da ist sie schon. Los, bring das kleine Miststück um. Nein. Nein. Hier. Nein! Ich kann gar nichts machen. Evelyn kann in den Geist von denen eindringen und die kontrollieren, falls du es nicht verstanden hast. Das ist aber nett, dass du für mich mitdenkst, Victor. Aber das habe ich, glaube ich, schon verstanden. Ich hatte immer eine Brotdose mit in meiner ersten Schule. Den Mist konnte keiner fressen. Eine Brotdose. So richtig schön zum Aufklicken und so. Ja, ich hatte leider niemand, der mir eine Brotdose mitgegeben hat. Ich musste mich immer mit dem Mensa-Kantinfraß zufrieden geben. Hä? Zocker kommt rein, sagt Pfeil und dann geht die blaue Pracht los. Fahr mal nach Italien, da ist es teurer. Komm mal in die Schweiz. Hier ist es vielleicht teuer. Oje, oje, jetzt ist vorbei mit konzentriertem Spiel. Wie so ein Alkoholiker. Okay, was steht hier? Evelyn suchen. Gut. Wenigstens nur eine Aufgabe. Ist hier vielleicht noch was zum Aufsammeln? Nein, aber ich höre schon, wie sich alle Monster erheben. Psychotic, Psychotic. Danke dir für den Follow. Und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Schlaf gut. Hi Zocker und hi Final und ist noch jemand gerade reingekommen sonst? Einen wunderschönen guten Abend. Es ist alles deine Schuld. Wo steht das? Ah, da. It's all your fault. Kann ich hier wieder drüllen? Nee. Aus Belgien. Ich habe gehört, in Belgien gibt's tolle Schokolade. Fast so gut wie in der Schweiz, aber nur fast. Jetzt bin ich draußen. Oh, das sieht mir hier sehr, sehr finster, düster und unheimlich aus. Du kannst auch wieder aufhören zu schreiben. Nein, nein, schreib du nur. Es ist gerade noch nicht Bosskampfzeit. Wenn dann der große, böse Big Boss kommt, dann schreiben kannst du trotzdem. Dann kann ich einfach nicht alles lesen. Oh, würde ich nie freiwillig machen in so eine Brühe rein. Und wie war es? Und sie war mit mir auf dem Schiff, dann ist es gesunken und Evelyn ist bei den Bakers gelandet und hat sie infiziert. Nochmal, sie war mit mir auf dem Schiff, die Evelyn. Und dann ist sie gesunken und Evelyn ist bei den Bakers gelandet und hat sie... Aha, okay, okay. Das wollte ich fragen. Was wollte wer fragen? In Belgien wird die Schokolade hergestellt für die Schweiz. Ja, ja, klar, sowas habe ich mir schon gedacht, dass jetzt sowas kommt. Die Schweizer bekommen unsere Nio-Ware. Nio nicht in Ordnung. Wie du immer auf so ein Zeug kommst. Wirtschaftszweig. Die beim belgischen Supermarkt hinten im Container aussortiert wurden. Genau, da warten drei kleine Schweizer und pflücken die Schokolade raus. Ih, da schwimmt was. Das sind Fische. Sind das tote Fische, die hier rumschwimmen?
Sumpf. Ich bin hier im Sumpf gelandet. Kann ich da auch irgendwo rein? Ja, da geht's rein. Hier ist nix. Aber da ganz viel. Verbesserte Pistolenmuni. Was ist das hier? 18. Februar 1892. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Tuan und Beckford sind tot und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht, der Boden hier ist so instabil. Und dann einen Tag später, die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann es gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Das ist wie die Werbung. Wer hat's erfunden? Ja, alle, nur nicht die Schweizer. Nett sind wir wieder heute. Meist sind wir Belgier das. Wir wollen uns nur nicht so profilieren wie die Schweizer. Ja, ja. Ja, ja. Zum Glück bin ich ja keine Schweizerin. Eigentlich ist mir das egal. So schnell sowas schreiben können nur Wusa und Pfeil. Aber der Wusa ist nicht mehr da. Der Wusa ist einfach rausgegangen. Ich schau mal, ob der noch online ist. Nein, der ist nicht mehr online. Der ist vielleicht schlafen gegangen. Hat nicht mal Tschüss gesagt. Wir sind eher bodenständig und verkaufen den Schweizern die Ego-Steigerung. Was ich bin? Ich bin keinem Land zuzuordnen. Sowas wie mich gibt's in keinem Land. Ich bin von einem anderen Stern. Abercrombie Salzbergwerk. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Oder so geht es doch. Was ist das? Ein Hubschrauber. Hinterteil. Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus? Da kann ich mit jemandem mörsern. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn. Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Okay, dann muss ich jetzt das Bergwerk untersuchen. Meine Lieblingsmusik. Ich komme aus Burkina Faso. Eine Landlose. Atlantis? Nein, ein anderer Stern. Lucas lebt noch. Und ich glaube, ich habe Muni gefunden. Ja. Was haben wir hier? Eine sehr rudimentäre Karte. Lab, Swamp, Ship und was ist da hinten? Ah, da könnte ich jetzt was kaufen, wenn ich genug Münzen gesammelt habe. Zuerst mal schauen, was hier alles drin ist. Sie haben Mias Objekte erhalten, das ist aber nett. Und ich habe ja auch ganz viel Platz, jetzt bin ich kurz überfordert. Ich muss jetzt da reinschauen. Das ist immer noch die andere Waffe, oder? Wie viele Münzen habe ich? 6. Und wie viele brauche ich? Steht das da? Steht hier gar nicht, wie viele ich brauche? Ah doch, 9. Ich stehe da im Weg. 9. So viele habe ich nicht. Über jeden Grashalm hat der gelacht. Ja, ja, da habe ich schon aufgepasst. Sehr viel gelacht hat der, unser lieber Viktor.
Was nehme ich mit? Was nehme ich mit? Mal ganz nach unten. Ich habe ja inzwischen so viele Sachen. Also ich brauche mal ganz sicher das Maschinengewehr. Dann... Oh nein, ich brauche natürlich meine Shotgun, wenn ich die noch habe. Und das Messer, das Überlebensmesser, das brauche ich auch dringend. Und jetzt ist die große Frage, Bombe wahrscheinlich. Bombe. Das ritt mich, danke, ich mag Grashalme, die wehlen so verträumt im Wind. Man kann sie belächeln, ohne dass man eine Reaktion erwarten muss. Als Landebahn für Marienkäfer. Das ist aber schön. Bald kommt der Grashalm-Simulator. Den spielen wir dann aber. Also, dann ganz viel Muni. Pistole habe ich jetzt nicht. Dann nehme ich auch keine Pistolen-Muni. Aids-Mittel ist nie schlecht. Oder soll ich... Ich habe so viel Pistolen-Muni. Aber ich habe auch ganz viel... Oh, was mache ich denn? Was mache ich denn? Erste Hilfe, Arznei, Flammengranaten. Dietrich, die braucht man immer, Dietriche. Da hat es ja noch mehr Erste Hilfe. Aha. Ja, dann nehme ich doch gleich die verbesserte noch mit. Fernrohr. Aber kein Pendel mehr, Victor. Wir haben unser Pendel verloren. Schlüssel brauche ich, glaube ich, keine mehr. Soll ich noch was basteln oder reicht es so? Was habe ich jetzt alles? Ich habe gar keine Flintenmuni mehr. Hm. Tut sich das im Spiel jetzt eigentlich so anpassen, wenn ich die ausrüste, dann finde ich Flintenmuni? Vom Aussehen bis zum Mähen. Ein Echtzeit-Grashalm-Simulator. Also ich würde ihn definitiv spielen. Ja, den aber... Brot, den Holzfäller-Simulator, den gab's nie. Ich hatte den ja die ganze Zeit auf meiner Wishlist. Ich habe auch immer wieder reingeschaut. Aber den gab's nie. Müllmann-Simulator. Man, kennst du nur im DLC. So, haben wir genug mitgenommen? Sind wir zufrieden? Oder... Ich weiß nicht, ob ich zufrieden bin. Kurbel, die bringt mir doch auch nichts. Kraut. Nee, das passt schon. Jetzt noch speichern. Und dann können wir weiter. Eine Hundewiese. Lieber nicht. Oh, aha, nee, da bin ich ja hergekommen. Aber das heißt, Sumpf. Ich komme aus dem Sumpf, dann komme ich jetzt dann bald aufs Schiff. So. Ja, jetzt ist hier ein neuer Weg aufgegangen. Kann man hier hinten noch was machen? Nein. Aber da gibt es Leute, die haben keinen Beutel dabei. Je nachdem, welche Map. Oh. Habe ich das Messer? Doch, ich habe das schon. Da unten ist noch was. Bringt mir nichts. Die habe ich ja nicht. Aber vielleicht ist da sonst noch mehr. Nee. Fertig hier. Wieder mal Ende Gelände. Und da... Ja, nichts liegen lassen. Immer schön überall hinschauen. Da unten vielleicht? Ja, schon. Schon fast was übersehen.
Verstehe ich nicht, ist hier jemand Vegetarier? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, da unten noch reinschauen. Oh, ich höre da schon wieder jemanden. Ja, da ist er. Da kommt schon der Nächste. Jetzt habe ich aber keine Lust. So viele. Einer braucht er noch. So. Jetzt wieder das Messer. Da war doch was. Nein, da war nix. Eben nicht. Der hat mich nur abgelenkt. Die Silvia. Silvia, melde dich. Du bist doch da, oder? Die Silvia Final, die hat ganz leckere Knödel gekocht. Oh, wie viele kommen denn da jetzt noch? Ich mag jetzt nicht meine ganze Muni verballern. Oh, ich sollte zurückweichen jeweils. Wie geht man denn? Ah, ducken. Ducken kann ich mich. Da ist noch... Ist der jetzt wieder aufgestanden oder ist das noch einer? So. Zum Glück habe ich nicht irgendwie Lebensenergie, die runtergeht. Was haben wir hier? So viel Chemikalie. Ist da hinten noch was? Was ich wohl alles schon liegen lassen habe in dem Spiel. Ich will es gar nicht wissen. Oh, ein Knopf. Ich darf einen Knopf drücken. Will ich denn da schon rein? Vor denen musst du dich hüten, vor den Vegetariern. Wie war das mit dem zu schwach, die Hand zu heben? Radioantenne. Ich verstehe gar nichts mehr. Von Trump? Ich verstehe echt gar nichts mehr. Die Züge, sie fahren wieder. Maschinengewehr. Das ist gut, das ist sehr gut. Da ist noch eine Kiste. Und hier irgendwo ist bestimmt Krautgrün versteckt. Ganz fies. Flintenmuni! Ha! Ich glaube, das passt sich echt an. Oh, jetzt ist sie wieder glücklich. Sie kann ihre Shotgun benutzen. Und da ist auch das Kraut. Wobei, habe ich das jetzt nicht aufgenommen? Doch, das ist immer so verwirrend, wenn das X dann trotzdem noch da bleibt. Können die das nicht wegmachen? Ja, ich glaube, jetzt muss ich da doch rein. Ah, nee, da ist noch was. Ich habe schon wieder keinen Platz mehr. Ja, gibt's denn sowas? Dann tue ich doch hier noch kombinieren. Ich habe viel zu viel Chemikalie. Ist das Pistolenmuni? Die brauche ich ja auch nicht. Wie mache ich die weg? So. Oh! Was habe ich jetzt gemacht? So, weg mit der. Da. Oh nein, war. Ah, warum habe ich denn die mitgenommen? Das ist ja doof. Aber ich habe ja noch ganz viel Platz. »47, das tut aber noch nicht so weh. Das hätte schlimmer sein können. Jetzt. Ist das ein Aufzug? Ah ja. Bis jetzt sieht die Lage entspannt aus. So entspannt die Lage in dieser Lage sein kann.
Mach mal bitte Gamble 400. Ich mag mal sehen, wie arg das einen ärgert, noch mehr zu verlieren. Das nenne ich Anstiftung. Zur Spielsucht. Oh. Ich glaube, da hätte ich besser geschossen. Wie geht's? Schon wieder gelb. Jetzt muss ich schon eins benutzen. Alles nur, weil ich die Muni nicht verballern mag. So. Rote Knöpfe, die gedrückt werden. Ah, nee, das sind keine Knöpfe. Das ist gefährlich hier. Da ist irgendwo noch einer. Hier. Am besten gehe ich einfach sowieso nur noch geduckt. Da ist nämlich schon der nächste. Kraut. Was? Du hast 3000 verloren? Das habe ich gar nicht richtig mitgekriegt. Oh. Nein. Unten bleiben. Kann ich da? Nee, da kann ich nicht rein. Bin ich jetzt schon? Nein, da geht's unten durch. Aber da hinten? Oh. Hört ihr das? Nee, wieso habe ich die jetzt aufgenommen? So blöd. Wo ist die Maschine? Da. Zielen wäre vielleicht auch nicht schlecht. So. Nee, was machst du? Du sollst noch nachladen. Dann wieder aufs Messer. Jetzt muss ich aber schauen. Jetzt bin ich total ab vom Weg. Klingt nach einer Durststrecke. Du hattest 1500 und so, hast alles gesetzt, gewonnen und dann haben dich alle gehasst und jetzt hast du nichts mehr. Das ist wirklich bitter. So, mal hier noch schauen. Geht's jetzt hier wieder weiter? Dann muss ich aber da hinten doch noch durch. Und schauen, was da ist. Ach so, da ist gar keine Bombe mehr. Komme ich da wieder rauf? Where does this path guide me to? Das ist ein Höhlensystem. Oh. Was kommt? Das ist ein Labyrinth. Nein! Jetzt ist fertig hier. Und jetzt kommt... Oh nee, jetzt kommen die alle. Oh, so viele? Nein, das ist aber fies. Vielleicht sollte ich mal eine Bombe legen. Warte mal, wie mache ich das so? Und dann so nach hinten? Ah, wieso kann ich nicht... Nein, was machst du? Du sollst dich nicht heilen. Wirf die Bombe. Wieso kann ich die Bombe nicht werfen? Ich komme hier nicht weg. Jetzt sterbe ich dann gleich. Hey, das ist jetzt aber echt fies. Ich komme hier einfach nicht weg. Super, und ich verballere jetzt alle meinen... Wieso konnte ich die Bombe nicht benutzen? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Bam. So einfach hätte es sein können. Oh je, Mine. Die Bomben wirft man nicht, sondern legt sie auf Boden. Ah, das ist blöd.
Das ist sehr blöd. Das heißt, ich kann die. Ach so, sobald der Boden hier ist. Okay, alles klar. Ja, hätte ich das mal früher ausgetestet. Sie ist hier zu. Ah, ich bin hierher gekommen. Wo ist mein Heiltrank? Jetzt brauche ich den nämlich. Bin ich da schon durch? Ah, da gibt's wieder zwei. Aber echt jetzt, die muss ich das nächste Mal, wenn wieder so viele kommen, parat haben. Nein, komme ich da nicht mehr rauf? Komme ich da jetzt echt nicht mehr hoch? Ja, aber ich bin ja noch gar nicht ans andere Ende des Wegs gegangen. Lass mich rauf! Ich muss vielleicht mit Anlauf. Nein, was ist jetzt geblockt? Aber da geht's ja sonst gar nicht mehr weiter, oder? Ah doch. Nee, aber hier war ich ja auch schon. Da bin ich hergekommen. Jetzt bin ich verwirrt. Da bin ich noch nicht rein. Oder waren hier die Bomben drin? Ja, da waren die Bomben. Da kann ich auch nicht rein. Hier? Nee. Ich muss da wieder rauf können. Er wird nicht gewispert. Okay, also jetzt bin ich sehr, sehr verwirrt. Das Spiel muss mich doch da wieder rauflassen. Ja, nee, das bringt auch nichts. Weil da hinten ging es ja nicht mehr weit. Nee, nicht da. Da, wo ich hergekommen bin, wo das Gemetzel war. Da ging es nicht weiter, oder? Und hier das Aufsprengen vielleicht. Ich will immer alles aufsprengen, aber es hat sich noch gar nie was aufsprengen lassen. Und da ist fertig. Kann doch nicht sein, dass ich da nicht mehr hochkomme. B, 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 C, C, C. Ja, dann hätte das mit Sprengen aber vielleicht auch funktioniert. Ich mag einfach noch einmal irgendwas sprengen. Ah, bin ich jetzt wieder da oben, wo ich anders nicht durchgekonnt hätte? Nein, das ist was ganz Neues hier. So viele Gänge. Da kommt man nicht in die Gänge. Aber da ist jetzt fertig, ja. Gut, schön. Ein Weg versperrt. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Den da? Maschine, super. Was ist das? Oh! Schau mir das so seelenruhig an. Ich dachte, das wäre wieder zum Aufsammeln. Nicht nett, gar nicht nett. Ih, was ist das? Sieht aus wie Schokopudding. Und warum dann Sandra? Weil das wäre ja dann eigentlich lecker. Laptop. Oh, ganz viel Kraut. Das kann ich gleich wieder verwenden, weil ich habe ja noch so viel Dingens aufgesammelt. Chemikalie. Schießpulver leider nicht. Mache ich das mit dem? Du pflegst gerade deine nervende Persönlichkeit konzentriert. Vor allem erkläre dich, wieso alle denken, ich sei dieser.
Der Zombie hat keine Persönlichkeit. So ein Quatsch. Aber weißt du was, Zombie? Lieber keine Persönlichkeit als gleich mehrere wie ich. Das Leben als mehrere Persönlichkeiten kann ziemlich anstrengend sein. Weißt du, wie oft du dich da erklären musst? Nein, der Zombie hat eine ganz tolle Persönlichkeit. Oh, 5 Seiten haben wir zu lesen. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Wer schreibt denn das? Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie geht nicht nur wie ein kleines. Was? Ah, sie sieht. Sie sieht, sie geht aus wie ein kleines Kind. Sie sieht nicht nur aus wie ein kleines Kind, sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Programmierungen, das ist auch so ein psychologischer Term. Erstens, du schreibst genauso viel. Zweitens, du machst genau den gleichen Emote und du schreibst genauso schnell wie er. Ich kenne das mit den vielen Persönlichkeiten. Heute noch der normale Lichtschalter, morgen wieder der Promi. Ja, vor allem hast du ja noch den Brot zu dem Lukas und der Holz. Nee, wie hieß das? Heizungsrohr. Das sind doch auch noch Accounts von dir. Mom und Dad sind. Ah, das haben wir gelesen. Mia, das Miststück, ist immer noch irgendwo zwischen Evie Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich, immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sogar manchmal sie besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie hinzu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinekram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Ivy krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und be sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt. Vielleicht ist die Oma eigentlich die Ivy. Irgendwie. Bist du Hannah Montana? Wen meinst du jetzt, Victor? Schwester Lichtbrot! Stimmt, Schwester Lichtbrot nicht zu vergessen. Du bist aber auch schon ziemlich aufgespalten. Schaut die eigentlich auch mal wieder vorbei, die Liebe. Wie hieß sie? Susan oder so? Geistig schon. So, kann man das hier aufmachen? Nee, aber da geht's weiter. Ist das jetzt eigentlich gut hier, da reinzugehen? Was steht da? Infection Report. Aber lesen kann man das nicht. Fünf Minuten nach der Dosis. Erbrechen. Ach so, das mit dem im Strahl kotzen? Eseri-Dosierungstest. 10 Minuten nach der Dosis schon tot. 12 Minuten nach Dosis Kalzifikation der Zellen. Okay. Okay. Da gibt's nix. Ach ja, genau, die Christ. Nee, nicht Christin. War das nicht Kerstin? Kerstin. Oh. Soll ich da echt aufmachen? Wo führen die Dinger hin? Das sieht mir etwas verdächtig aus. Target acquired. Oh. Ach so, das ist jetzt wieder irgendwie.
E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie reflektieren. Nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie-Zellen in den... Aha, kann ich jetzt die... Ich habe doch von der... Da, Gewebeproben von Evelyn. Von der Ivy. Kann ich die jetzt vielleicht da einsetzen? Sieht ganz danach aus. Der Wusa, doch, der Wusa war heute schon da. Zweimal sogar. Aber der ist vorher einfach verschwunden, ohne Tschüss zu sagen. Der MM geht. Alles klar, MM. Ganz einen schönen Abend noch oder gute Nacht, besser gesagt. Bin sehr, sehr stolz auf deine Leistung bei deinem ersten Stream. War sehr sympathisch. Ich freue mich auf... Wann geht's weiter? Mittwoch steht das noch. Mittwoch 17 Uhr. Und noch einmal Großwerbung. Der Zauberlehrling hat angefangen zu streamen. Schaut unbedingt bei ihm vorbei. Lasst ein Follow da. Mach's gut. Mittwoch 100%. Super. Da, Research Report. Steht aber auch wieder, also kann ich auch wieder nichts. Was bringt mir denn das, wenn ich das aufnehmen kann? Vielleicht sollte ich mir das genauer anschauen. Also die Bilder. DNA-Strang Confidential. Aber sonst auch wieder nichts Besonderes. Und da ist die Musi. Soll ich die mitnehmen? Ich tue die mal in die Kiste, wenn sie schon hier rumliegen. Immer wenn die Musi spielt. Hey, habe ich jetzt gerade Nervengift aufgenommen? Das habe ich ja zum ersten Mal gesehen. Nervengift, was mache ich denn damit? Munition, Nervgiftgranaten. Munition für den Granatwerfer. Enthalten ein starkes Gift, das sich auf das Nervensystem... Aber das habe ich, oder? Habe ich noch nie gehabt. Das heißt, dann müsste ich den aber ausrüsten. Mag ich das? Ich habe nur 3 Schuss für meine Flinte. Obwohl da... Drei. Ich verstehe es nicht. Und was lasse ich sonst... Also das tue ich sicher weg. Das Psychotonikum brauche ich auch nicht. Das lasse ich jetzt auch da. Dann habe ich Pistolenmuni aufgenommen. Die kann ich eigentlich gleich... löschen? Wieso kann ich die nicht mehr löschen? Aha, ja gut, ist auch egal. Bis später, Final. Jetzt wieder aufräumen. Und zwar tun wir das da nach oben und das da. Wieso sind die... Aha, ich habe 3 von denen. Hier. Hier. Die sehen sich zwar eigentlich ähnlich. Ich glaube, ich mache das so. Oder ist das eher verwirrend? Stiftet das Verwirrung bei mir? Nee, lass das mal. Ah, gut. Dann speichern. So, ich glaube, wir machen nicht mehr allzu lange. Ich muss überlegen, jetzt habe ich gerade gespeichert. So, maximal eine halbe Stunde, würde ich sagen. Dann ist bei mir auch Feierabend. Jetzt bin ich da unten durch, oder?
Da war die Kiste. Ah, nee, doch nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Aber da oben war auch noch eine Tür. Geht's da auch weiter? Doch, da habe ich doch. Da ist doch explodiert. Jetzt bin ich einmal da so rundrum. Nein, doch nicht. Die geht nicht auf. Verwirrung. Verrat. Verbannung. Verrat. Kennt jemand das Lied aus König der Löwen 2? Ich fand das immer total schön. Keine Ahnung, wieso mir das jetzt in den Sinn kommt. Ist das düster hier. Das ist ja wie in den Minen von Minecraft. Meine Katzen hört man nicht mehr jammern. Ja, das war mir immer so peinlich. Ich hab gedacht, ihr haltet mich alle für eine Tierquälerin. Jetzt tue ich die immer schön vorm Stream mit Futter und Krauleinheiten und Spieleinheiten besänftigen. Oh, da singt auch jemand. Wo kommt die Stimme her? Nie gesehen. Aha, den zweiten Teil. Ist natürlich wie immer nicht so gut wie der erste. Aber ein schönes Lied hat es. 2019 kommt eine Real-Verfilmung zu König der Löwen. Eine Real-Verfilmung, also mit echten Löwen dann, oder? So animiert, so Schweinchen-Babe-mäßig, sowas schaue ich gar nicht gerne. Das haben wir aber, glaube ich, auch schon gehabt, das Thema. Ich weiß nicht mehr, ich glaube sogar am Anfang von Resi hatten wir es doch schon davon. Warum magst du mich nicht? Soll ich da jetzt durchgehen? Kein Plan, wie die das machen wollen. Also es klingt sehr... Okay. Wie viele kommen? Zwei. Lohnt sich das, eine Bombe hinzulegen? Ja. So, und jetzt zünden. Ha! Oh, das hätte ich schon viel früher machen sollen. Kommst du alleine oder kommen da noch Kollegen? Du kommst alleine, also dann nehmen wir das Maschinengewehr. Das reicht. War das genug für dich? Ja, ich glaube schon. Was liegt hier? Oh, ich höre was. Bin ich das? Ah, das sind meine eigenen Schritte. Verbannung, Verrat. Ein Krautgrün in der Ecke wartet auf mich. Ich habe gerade so Lust zu singen. Da ist wieder eine. Oh, nee, zwei. Oh, nein. Oh, das war ein bisschen gefährlich, aber es hat ja geklappt. Es war aber echt gefährlich. Ich weiß nie, ob das Schleimige, was ich höre, ob da was kommt. Oder ob ich das bin. Schleim ich so rum. Wo ist das Messer? Flintenmunition. Das find ich schön, auch wenn sich das nicht reimt. Ich lass es nicht sein, es wird immer schlimmer. Jetzt gehe ich nochmal darum. Verbannung. Oh, da ist schon wieder einer. So.
SingStar Stream. Habt ihr ja sowieso immer. Wollt ihr Punkte verteilen? Komme ich in den Recall? Ih, was ist das? Ih. Ah, nee. Ich dachte, das ist eine Spinne, aber das war, glaube ich, nur ein Haar von einer Katze oder so. Jetzt geht's los. Dann wird sie aber gesperrt. Wie ist denn das, wenn ich jetzt ein Lied singe? Das... Oh, eine Bombe. Also darf man auch keine Lieder mehr singen? Oder geht's mehr um die Musik im Hintergrund, die man nicht hören darf? Ein Päckchen! Darf ich Päckchen aufmachen? Ich habe schon so lange kein Päckchen mehr aufgemacht. Nee, das stimmt gar nicht. Ich habe gerade heute Morgen eins aufgemacht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, nein. Noch einer? Hätte ich das mal früher gewusst. Oh, noch einer. Soll ich jetzt doch eine Bombe legen? Nee, das eignet sich schon eher dazu. Könnt ihr nicht alle zusammenkommen? Das wäre mir ehrlich gesagt lieber. Du gibst Nein, war kein ganzer Song. Doch so vorher sicher singen darf man, da bin ich aber noch froh. Das wäre eine ultimative Zerreißprobe für mich. Nicht mehr zu summen. Summ, 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 die Bum. Wo gehe ich eigentlich hin? Evelyn mit dem E. Das ist wohl... Ist das wahrscheinlich dann der letzte Kampf, ne? Die Erde... Oh! Was war das? Was war das? Was war das? Habe ich die aufgenommen? Nein, noch nicht. Wo kommst du her? Tief, tief, aus dem Wald komme ich her. Da glitzert was. Seht ihr das? Aber das ist, glaube ich, einfach feuchter Stein. Oh, der speit schon wieder. Wieso... Kann ich das da nicht hinmachen? Auf! 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 Ja, 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 ja. Geh doch da hoch. Geh da hoch. Und dann wartest du, bis die da sind. Beide am besten. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und jetzt? Oh, den zweiten Dicken hat's nicht erwischt. Oh, den ersten Dicken hat's auch nicht erwischt. Oh! Ich glaube, die Taktik ist nicht so gut. Ist der? Ih, ja, der ist auch. Well, well, my dear. That was some lovely shooting. Eine Kiste für die Princess. Sollte die Princess sich heilen? Nein. Die kann noch eine Weile verweilen. Auf den Keilstein. Oh, ich werde müde. Eine Leiter. Eine goldene Leiter. Oder ist das gelb, das angeleuchtet wird? Die goldene Leiter in den Himmel empor. War denn da auch noch was? Warum kann ich darauf? Da muss doch noch was sein, wäre jetzt meine Schlussfolgerung. Schaffst du heute noch durch? Also auch wenn ich jetzt in einer Viertelstunde aufhöre, schaffe ich das noch. Das wär's ja. Heute noch durchschaffen. Well, well. Well, well. Dann brauche ich aber, glaube ich, dann noch mal irgendwas... Süßes. Toffifee. Ich habe die Toffifee gar nicht geholt. Für einen Zombie. Dabei hätte der sich die so verdient, so wie er mir geholfen hat die ganze Zeit.
Where are you now? Wo bin ich denn jetzt? Hier geht's nicht weiter. Doch, hier geht's weiter. Ah, eine Spalte. Eine kalte Spalte führt zu einer Falte. Karte des Bergwerks. Okay. Da kann ich speichern. Ah ja. Super. Sehr gut. Eigentlich wäre das jetzt wieder so ein Punkt, wo ich aufhören könnte. Aufhören könnte? Wieso hört sich das so komisch an? Kommt drauf an, wie ich mich anstelle. Na, du kennst mich doch, Zombie. Ich vertraue deinem Urteil. Well, well, this is not working. Bitte nicht mehr reimen. Aber reimen macht Spaß. Und was Spaß macht, muss gut sein. Oh nein, oh nein. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da müsste jetzt eine alte Frau sitzen. Und wenn die nicht da sitzt, habe ich mir sagen lassen, dass das nicht gut ist. Kann ich die nicht kaputt hauen? Und ich glaube, die kann ich auch nicht kaputt schießen, oder? Nee. Geht nicht. Well, well. Well, well. Nein, nein, ich lasse es sein. Das war jetzt ein aus Versehensreim. Mia? Ah, Flashback, Flashback. Warum habe ich jetzt Flashbacks? E001. Ja, eben, die Oma ist nicht da. Ja, zerstören. Meine Lieblingsbeschäftigung. I can't see no sunshine in my life. No sunshine in my life. Schubladen, die sich nicht öffnen lassen. Telefone, die... Oh, kann ich anrufen? Ich kann anrufen. Nein. Chiki! Hallo, guten Abend. Und ja, heute gibt's mal Resi anstatt Sailor Moon mit Pikachu. Aber ich habe heute an dem weitergearbeitet. Da ist sie. Da ist sie. Okay, jetzt schnell. Nimm das Serum. Das einfach Toxin-Dingens. Benutzen. Wieso kann ich denn das jetzt nicht? Wieso kann ich jetzt nichts machen? Hallöchen! Alles gut bei dir, Chiki. Du kommst aber spät. Zu später Stunde. Warum sehe ich das? Ich habe immer noch Flashbacks. Sie flashen mich back to the future. Oh. What the... Du hast das Spiel schon 4-mal gesehen. Oi, oi, oi. Und jetzt noch ein 5. Mal. Ich glaube, ich bin ja fast fertig, gemäß Zuschauern. Habe ich es bald geschafft. Ich glaube, ich muss da nicht überall noch rein. Ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Das hättest du nicht tun dürfen. Muss ich jetzt gegen die Mia noch kämpfen, oder wie? Bin fast fertig. Puh. Ich habe mal ein Spiel durchgezockt. Gibt's sowas? Ich glaube, das einzige Spiel, das ich durchgezockt habe bisher, war
Ah, nee, es war also Unravel und Slenderman und Evil Within. Ich glaube, sonst habe ich alle immer nur angespielt. Also natürlich alle anderen Resi-Teile, aber nicht im Stream. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Da bist du. Vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Oh! Oh Gott! Kann ich bitte meine Danke? Nein, nein, nein. Renn, 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 renn. Ist da jetzt. Ist da jetzt eine Puppe? Das ist die Puppe, die ich vorhin versucht habe abzuschießen. Was machten die jetzt so lebensgroß hier? Wie immer, einmal versuchen. Wo ist die Mia hin? Kim hat heute auch mein zweites Game im Stream durchgespielt. Das mit dem Anzocken kennst du auch. Was war das bei dir, das Tomb Raider, oder hast du gespielt, gestreamt? Wo bist du, Mia? Oh, raus darf ich nicht. Ja, wie gibt's denn sowas? Muss ich denn mit der Puppe was machen? Will die mir was sagen? Die hat Hasenzähne. Oh. Wupp, wupp, wadu, wupp, Um Gottes Willen, das ist gemein. Die kann sich unsichtbar machen. Aber ich glaube, das tut mir nicht weh. Ich glaube, ich sollte nicht rumballern. Rabbit, Rabbit. On the floor. Let me. Please, dance no more. Ich sollte. Sollte ich das Serum eigentlich irgendwie dahin tun? Anstatt. Was habe ich da noch anstatt den Bomben? Ich weiß nicht. Oder ist das. Das war vielleicht doof. Blocken. Ach so. Okay, aber jetzt, ich will das jetzt dahin tun für den Fall. Ach, blöd, so. Dass das nötig ist, so zu auszuwählen. Und ich sollte mich, glaube ich, noch schnell heilen. Nee, was machst du denn? Was machst du denn? Wenn ich, immer wenn ich anfange, mit mir selber zu sprechen, dann ist nicht mehr gut. Kann ich durch? Kann ich durch? Nein, ich kann nicht durch. Ich kann nicht. Ich muss wohl. Okay. Ah, jetzt kann ich das Serum so gar nicht auswählen. Das ist ja fies. Ich komme näher, Mädchen. Ich komme näher. Und jetzt? Ah. Oh, es ist wirklich die Alte. Oh, aber die Oma mochte ich immer. Die hat mir nämlich nie was getan.
Okay, das ist mein Schatten. Ah, ich hab schon gedacht, da muss doch noch was kommen. Okay, na super. Was habe ich da weggetan? Die Bomben, die sollte ich definitiv... komm schon, schnell, schnell, schnell. Okay. Okay. Und wo soll ich hinschießen? Wo ist der wunde Punkt? Oder da oben vielleicht irgendwo rein? Da? Nein. Okay. Das sieht nicht gut aus. Ja, gut, dann noch einmal von vorne. Hoffentlich muss ich das mit der Evie nicht auch nochmal machen. Vor Evie können Sie nicht fliehen. Greifen Sie sie wiederholt an und versuchen Sie, ihr aus dem Weg zu gehen. Seite, Seite. Hat die mich denn geschwächt? Ich glaube nicht, oder? Ja, no! No! Einfach gestorben ist sie. Ja, ja, weiter. Aha, gut. Ich kann hier gleich weiter. Ach so, das Ding am Schluss, das sollte jetzt gemeint sein, dass ich ausweichen soll. Oder? Okay, also ich kann auf jeden Fall nach links und rechts. Aber ich versuche es jetzt trotzdem mal so noch. Nee, das bringt ja sonst nichts. Oder ins Maul? Kann ich weglaufen? Nein, ich kann nicht weglaufen. Oder mit der Bombe? Wieso? Nein, ich hab die Bombe nicht, ich hab die Bombe nicht, ich hab die Bombe nicht. Ah! Schnell! Nein! Falsch! 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 So, und jetzt und dahin. Und... Okay, das war sehr blöd. Das war sehr, 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 sehr... Ah, nee? Ah, nee? Das war gar nicht blöd. Oder doch? Das wäre jetzt fast ein bisschen zu schnell gegangen. Für so einen letzten Bosskampf? Okay, gut. Gut, ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Waffe wechseln vielleicht? Nee, das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Ja, gut. Ich kann ja auch nicht... Ich kann mich nicht bewegen. Nein, was, wieso? Autsch. Wieso nimmst denn du immer wieder die blöde Bombe? Die kann ich nirgendwo anbringen. Wechsel doch die Waffe. Okay, und jetzt weg, 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 weg. Renn weg, renn weg. Unknown. Ich hab ja Waffen. Aha, das ist eine besondere Waffe. Gut. Muss ich irgendwo Bestimmtes hinzielen? Ah, das ist wahrscheinlich jetzt Nervengas, Nervengift, irgendwie sowas. Ja, nicht schlecht, glaube ich. 3 Schuss habe ich noch. Over?
Aber auch das war jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Wenn ich denke, die Stelle da im Wasser mit Daddy, wo ich krank war, das war viel übler. Da bin ich ja fast eine Stunde rumgerannt. Guten Tag. Ich habe gerade das Monster des Jahrhunderts beseitigt und ihr wart nicht hier, um mir zu helfen. Oh, der Chris! Warum hat das so lange gedauert? Jetzt, wo alles vorbei ist, kommen die Helden. Danke, Kairos. Ist jetzt vorbei. Habe ich es jetzt wirklich geschafft? Ich glaube noch nicht so dran, dass es wirklich vorbei ist. Ich wurde schon zu oft reingelegt. Ja. Oh, guck mal, der hat starke Chemikalie. Ich bin froh. Der pumpt die ihr jetzt gleich rein. Ist doch immer so, genau. Ist jetzt echt vorbei. Oh, wie schön. Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Celebration Time, come on! Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Die Umbrella Corporation. Wie schön, dass ihr jetzt kommt. Wo ich alles alleine machen durfte. Da gibt's noch ein Add-on, da sieht man, wie alles begann. Add-on, ist es das gleiche wie DLC? Meinst du das DLC? Oh, wie schön. Ein schöner Schluss. Also, zumindest die Musik und das Bild sind ganz schön. Ich habe ganz rote Backen gekriegt. Ich bin ganz heiß, ganz aufgeregt. Mal schauen, vielleicht hole ich mir das DLC dann doch noch. Aber sicher nicht mehr heute. Ja, Leute, wir haben das geschafft. In ungefähr 20 Spielstunden haben wir es hingekriegt. Das ist ganz seltsam, ein Spiel durchzuspielen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt reagieren soll. Was macht man da? Danke, Kim. Kriegt man da Glückwünsche zu? Das ist wie ein Geburtstag. Gibt's jetzt noch Geschenke? Ein paar Brezeln für alle? Nee, aber war wirklich ganz ein cooles Spiel. Jetzt kommt der Speedrun. Aber ohne Zombie. Zombie hat gesagt, beim Speedrun kommt der nicht. Find der doof. Auch wenn du nur das Ende gesehen hast, es war toll. Danke, Cheeky. Freie Bahn für Walking Dead. Ja, ich glaube, das könnten wir schon als eines der nächsten Spiele nehmen. Wobei, das ist wieder so viel Story, ne? Und jetzt nochmal das Ganze auf Irrenhaus. Okay, Irrenhaus und Speedrun. Was meinst du, Zombie? Bist du dann mit dabei? Das Lied ist noch cool. Tomufi, Tohoshiro, Shingo, Hitoratata. Geschenk hast du heute Mittag bekommen, wenn es dir aufgefallen ist. Heute Mittag? Heute Mittag? Ach so, die Donation von Stefan. Oder was meinst du? Ja, dann ist jetzt... Hey, guckt mal, es ist genau 10:30. Ich glaube, so schön hat es noch nie hingehauen mit geplantem Streamende und Spielende. Ich bin stolz, ich habe ein Spiel fertig gespielt. Und ich bin ganz stolz auf euch, dass ihr mit mir durchgehalten habt und ganz, ganz viel geholfen habt, vor allem auch. Ich glaube, ohne euch wäre ich noch 20 Stunden länger dran. Unter anderem, also du meinst auch noch die von Fabian natürlich. Fabian, Fabi. Fabian ist ganz komisch zu sagen.
Ja, dann würde ich auch noch sagen, dass ich euch ganz eine gute Nacht wünsche und einen guten Wochenstart morgen. Jetzt ist es so laut. Ich bin gerade mein Auto am machen. Spiel. Sei doch bitte etwas leise. Gute Nacht, macht's gut. Danke fürs Zuschauen, Mitmachen und überhaupt. Esst mehr Gemüse, bleibt schön brav und ja, wie auch immer. Bis, ich muss überlegen, Mittwoch? Vielleicht Mittwoch. Ja, nach Victor's Stream geht's dann bei mir wahrscheinlich weiter. Oder es geht bei mir einfach auch trotzdem weiter. Zur Feier des Tages müsste Jubik mal vor die Cam. Der Jubik sitzt gerade an seinem PC. Mitten in Overwatch. Der spielt jetzt immer Overwatch. Gute Nacht, Chicky Cherry. Gute Nacht, Brot. Gute Nacht, Stefan, wenn du mich hörst. Gute Nacht, Kim. Gute Nacht, Björn, Chicky. Fay Gwent. Kairos. Gute Nacht, Kebo. Und Pipmatch. Gute Nacht, Poco Parico oder so. Gute Nacht, Revelopod. Gute Nacht, Schlamuffen und Silvia. Gute Nacht, Skywalker, Terror und Wayne. Gute Nacht, Vanessa und Zombie. Und alle, die da sind und keinen Namen haben. Macht's gut, bis bald. Ich könnte noch jemanden hosten. Mal schauen, ob noch jemand am Spielen ist. Wem folge ich denn so? Oh nein, da ist keiner online. Gut, in dem Fall wird nicht mehr gehostet. In dem Fall wird einfach gut Nacht gesagt. Also, macht's gut, bis bald. Tschüss. Sie können es überspringen? Nein, den Stream beenden möchte ich. Aber ja, können wir auch überspringen. Und der Knopf war's, genau. So, also jetzt, wirklich. Tschüss.